Halli, hallo Leute, willkommen zur Karte der Woche. Heute schauen wir uns wieder eine spannende Karte an, und zwar die hier, Kaliber Wachdrache aus Battles of Legend Relentless Revenge. Ein Monster mit 3000 Angriffspunkten, Link 4, ein Drache, selbstverständlich mit sehr interessanten Linkmarkern, nämlich hoch, runter, rechts und unten rechts, und folgendem Effekt. Ihr braucht dafür drei oder mehr Effektmonster. Kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Einmal pro Spielzug, du kannst eine Karte von einer Zauberfallenkartenzone auf den Friedhof legen. Beschwöre ein Monster, das in diesem Spielzug zerstört und auf den Friedhof gelegt wurde, als Spezialbeschwörung von dort auf deine Spielfeldseite. Abonniere seine Effekte. Einmal pro Spielzug, Schnelleffekt, du kannst ein Monster auf dem Spielfeld wählen. Ändere es in die offene Verteidigungsposition. Der Gegner kann weder Karten noch Effekte als Reaktion auf die Aktivierung dieses Effektes aktivieren. Also ihr habt hier mehrere Vorteile. Erstens mal, der Gute kann nicht durch Karten zerstört werden, durch Karteneffekte. Also kein Aegeki, kein Bottomless Trap Hole, keine reißenden Tribute, ist ihm alles völlig Wurst. Einmal pro Spielzug dürft ihr dann sogar noch eine Karte von der Zauberfallen-Kartenzone auf den Friedhof legen, um quasi einen Reborn-Effekt zu bekommen. Und die einzige Einschränkung ist eigentlich nur, das Monster muss in diesem Zug zerstört worden sein. Des Weiteren könnt ihr mit ihm Angriffe abwehren bzw. euch über relativ starke gegnerische Monster rüberschmuggeln, denn es ist ja immer noch so, die meisten guten Bossmonster oder großen Beatsticks haben nicht gerade die beste Verteidigung. Gegen Linkmonster bringt das natürlich nichts, denn die könnt ihr nicht in Verteidigung drehen, weil sie schlichtweg keine Verteidigung haben. Aber gegen jedes andere Monster könnt ihr problemlos so mit 3000 Punkten auf etwas eindreschen, was ziemlich sicher nicht 3000 Verteidigungspunkte hat. Oder ihr könnt euch so einen Angriff vom Hals halten. Also eine sehr, sehr interessante Karte. Was ich am interessantesten finde an der Karte, ist nicht nur der Effekt, der halt eben Monster wiederbelebt, dass ihr problemlos beispielsweise mit Raigeki verwenden könnt. Nein, das Spannendste für mich an der Karte sind die Linkmarker, die sie hat. Schauen wir uns das mal auf dem Spielfeld an und denken uns einen weiteren Boral Dragon dazu, nämlich den Boral Sword Dragon aus Cybernetic Horizon. Vielleicht seht ihr jetzt schon, worauf ich hinaus will. Die beiden ergänzen sich ideal, wenn es darum geht, einen Extra-Link zu erstellen. Sie zeigen beide nach unten, sie zeigen beide nach unten auf die entsprechende Seite. Es wäre also theoretisch möglich, wenn wir ein Link-Monster bekommen, das einen solchen Link-Marker hat, also nach oben rechts und nach oben links, könnten wir theoretisch mit nur drei Karten eine sehr schnelle Extra-Link-Situation schaffen. Denn wie ihr hier seht, die Pfeile zeigen perfekt aufeinander, führen direkt von einer Seite zur anderen, und es wäre so. Einfach ist vielleicht falsch gesagt, weil er braucht halt trotzdem für beide Monster vier Monsterkarten oder eine Linkleiter in dem Sinne. Aber ihr habt eine 3-Karten-Extra-Link-Geschichte hier, und das ist doch sehr, sehr spannend. Da die Karten wirklich perfekt nach unten in die Mitte zeigen und sich so schön ergänzen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht sogar eine Absicht ist von Konami und man später mal irgendwie so eine Art Monster für das Thema rausbringen möchte, denn es würde sich sehr, sehr gut anbieten, meiner Meinung nach, dass man die Borals quasi auf diesen, auf diese Strategie setzen lässt. Schnelle Extra-Link Möglichkeiten, und das ist mit der Konstellation hier natürlich absolut am einfachsten zu erreichen. Für die jetzt sagen, Moment mal, das geht gar nicht, ein Extra-Link muss diese U-Form haben, sonst ist es kein Extra-Link. Das ist nicht ganz richtig. Lest euch die Erklärung, die wir von Konami damals auf dem Blog bekommen haben, doch nochmal kurz durch. Denn Konami schreibt da explizit, hey, momentan gibt es keine Monster, die nach oben rechts oder oben links zeigen. Sollte es die aber jemals geben, sind durchaus andere Formen als das U, beispielsweise ein V, mögliche Extra-Link-Varianten. Also es geht durchaus und ist eine, wie ich finde, interessante Geschichte. Vielleicht bekommen wir irgendwann mal so ein Link-Monster, das vielleicht auch nur einen Pfeil nach schräg oben hat. Das wäre ja auch schon ein Anfang. Das würde die Extra-Link-Kette quasi um ein Glied verkürzen, was immer noch sehr, sehr interessant ist, meiner Meinung nach. Ja, das war's von der Karte der Woche für diese Woche. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Mir fehlt aber noch etwas Entscheidendes, nämlich eure Meinung in den Kommentaren. Wie findet ihr den Boral Guard Dragon?
Ich finde ihn super klasse. Toller Effekt, nices Artwork, wie wir das von den Borals kennen. Und ein Monster, das man definitiv im Auge behalten sollte, meiner Meinung nach. Das war's jetzt aber von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Würde mich sehr freuen drüber. Lasst ein Abo da, dann verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Das nächste gibt's wie immer morgen um 18 Uhr für euch. Das war's dann jetzt aber auch wirklich. Und ich wünsche euch noch ganz einen schönen Tag. Bis dahin und ciao, Leute.